Guten Morgen, jetzt hier wieder aus Madrid. Wir haben schon gerade gefrühstückt im Hotel hier und sind jetzt gerade noch die letzten Sachen am Packen. Adam hier zum Beispiel. Und ja, wir werden jetzt gleich abgeholt vom Taxi-Service hier und dann geht's zum Flughafen und dann fliegen leider wir gleich. Eine Stunde zu früh, wir wollten noch schwimmen gehen, aber. Ja. Hat nicht geklappt, ne? Nö, hat nicht geklappt. Warum nur? ja. Und dann fliegen wir gleich mit dem Dreamliner, mit Latam. Wir waren jetzt gerade noch mal am Informationsschalter und haben mal gefragt, wie es wäre mit Business Class Upgrades. Und Internet, 260 Euro, gar kein Problem, würde ich sagen. Im Internet stand ja, dass man die für 55 Euro upgraden kann, zum Teil, also auf der Latam-Seite. Aber es waren 236 Euro pro Person, also das war jetzt für uns auch ein bisschen zu viel, oder? Ein kleines bisschen nur. Ein bisschen, ja. Die Sicherheitskontrolle haben wir jetzt passiert und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Satellitenterminal, sind wir jetzt sogar. Von so einem Terminal bin ich auch noch nicht ausgeflogen, mal gespannt, wie das wird. Wir stehen jetzt hier am Gate für unseren Flug nach Frankfurt. Im Hintergrund sieht man bei mir den Dreamliner, das ist der Strich 9 von Latam Airlines. Der ist ein Jahr alt, glaube ich, ne? Ja, am 16. Mai wurde er ausgeliefert. Ja, noch nicht mal. Mal gespannt auf jeden Fall, der wird, glaube ich, hier gerade beliefert und die Crew ist auch gerade schon reingegangen. In ungefähr anderthalb bis zwei Stunden geht es, glaube ich, dann los. Dann und später kommen dann die Bosse rein. Jo, alles klar, dann bis gleich, ne? Vereinigung. Hier haben wir noch den Dreamliner. Bin jetzt echt schon aufgeregt, mal gespannt. Und was sagst du? Mega geil. Su seguridad y confort, solicitamos poner atención a las instrucciones de seguridad de este avión. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to have you on board Latam. For your safety and comfort, please pay attention to the safety instructions for this aircraft. Por favor, acompáñenos. Tampering with smoke detectors in lavatories is prohibited by law. In takeoff and landing, larger devices such as personal computers must be turned off and stowed. Deslice la banda elástica alrededor de su cabeza, ajústela y respire normalmente. Coloque su propia located at the seat pocket in front of you. Gracias por su atención y disfrute su vuelo con Latam. Thank you for your attention and enjoy your flight with Latam.
legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Blue, 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 blue. Oh, I want something just like this. Blue, blue.
estación en su puerto próximo a San Andrés. Sind wir in Frankfurt angekommen. Der Flug war auf jeden Fall richtig geil, fand ich. Ne? Boah, es war so nice. Mit dem Dreamliner, also es war echt eine super Erfahrung. Beste Flüge, die ich je hatte. Ey. War echt ein geiler Flug. Also der Dreamliner, vor allem der Strich 9, das ist echt ein super Flugzeug zum Fliegen. Es war ein tolles Fluggefühl auch. Und am Ende hatten wir sogar noch einen sehr netten Kapitän. Wir haben mal gefragt, ob wir ins Cockpit durften, und wir durften da mal rein und ein paar Fotos sehen. Ich denke mal, die habe ich dann jetzt schon reingeschnitten.
Ja. So, jetzt hier nochmal ein kleines Schlusswort. Ich bin jetzt schon seit einem Tag wieder zu Hause hier und mir ist jetzt beim Schneiden aufgefallen, dass wir danach gar kein Video mehr gemacht haben, wo wir nochmal irgendwie so ein Schlusswort, so ein Fazit über Madrid gezogen haben. Das lag wahrscheinlich auch daran, weil wir dann noch vom Dreamliner total geflasht waren, weil es echt ein cooler Flug war. Und ja, also nochmal einfach als Schlusswort gesagt, jetzt, ich habe jetzt schon den letzten Vlog geschnitten. Also es hat uns auf jeden Fall sehr gut gefallen in Madrid, es hat uns viel Spaß gemacht. Wir haben viel gefilmt, fotografiert und viel gesehen und viel erlebt auch. War ja so der erste Trip so ohne Eltern auch, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich kann es nur jedem empfehlen, wenn er mal die Möglichkeit hat, nach Madrid zu fliegen, zu fahren, wie auch immer, sich die Stadt anzugucken. Ist eine sehr schöne Stadt mit schönen Gebäuden, mit viel Kultur und ja, es hat uns wie gesagt sehr gut gefallen. Noch einmal zu den Vlogs. Also ich bin immer noch nicht so, also das heißt noch nicht so ganz, ich bin noch bei weitem nicht zufrieden, auch mit der Qualität und wie ich es gemacht habe. Also da weiß ich auch, dass da noch wahrscheinlich ein langer Weg vor mir liegt und ich noch viel machen muss, bis die wirklich mal gut werden, auch von der Qualität her und wie ich es mache halt, vom Schneiden und alles. Aber es waren jetzt gerade mal meine ersten und mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, alles zu filmen und zu kommentieren und ich werde mir in Zukunft weiter viel Mühe geben, wenn ich Vlogs schneide. Ich werde mir jetzt in den nächsten Tagen auch mal ein bisschen überlegen, wie ich das alles so weitermache mit Videos auch, so vlogartig oder auch so wie zum Beispiel wie das Q&A, was da in nächster Zeit noch so kommen kann. Ich hoffe erstmal, euch hat es trotzdem gut gefallen, auch wenn die Qualität jetzt oft nicht so ganz gut war und wenn es noch nicht so war wie vielleicht bei anderen großen YouTubern. Mir hat es aber auf jeden Fall trotzdem viel Spaß gemacht und ja, da wird auf jeden Fall in Zukunft einiges kommen. Ich werde auch auf jeden Fall irgendwann mal, auch schon denke ich in den nächsten Monaten, das Stück für Stück immer mehr auf Englisch machen, weil es einfach besser ist, denke ich, wenn ich später den größten Teil auf Englisch drehe, weil ich ja vor allem nur so 30-40% Zuschauer aus Deutschland bei mir sind und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was uns da noch so erwartet, was noch so kommt und ich würde mich natürlich auch sehr über Feedback in den Kommentaren freuen, was ihr so dazu denkt und letztendlich hoffe ich, dass euch die Videos und Einblicke in unseren Trip ganz gut gefallen haben und ja, jetzt bezüglich Vlog und sowas, da auch zu dem Q&A, das wir noch nicht fertig haben. Ich und Markus werden in 3 Wochen ungefähr jetzt nochmal nach Amsterdam auch fahren, hauptsächlich zum Planespotten. Und da werden wir auch den letzten Teil des Q&As drehen, denke ich mal. Und auch dort werden wir dann, denke ich, einen Vlog machen. Dann aber auch auf Englisch. Naja, jedenfalls dazu weitere Informationen auch nochmal in meiner nächsten News-Episode, die dann wieder Ende des Monats kommt, wo ich dann dazu nochmal genaueres sage und da werde ich euch dann auch mitteilen, wie ich genau weiter diese Videos mache, so vlogartig und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir mal ein Feedback da würde ich mich sehr drüber freuen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!